Kategorie raushauen, weil sonst. Lirum Larum Löffelstiel. Wer nichts kann. Der kann nichts fehlen. Es geht weiter mit dem Oscars. Oh, Entschuldigung. 2016. Während alle auf ihren. Nein, es tut mir leid, ey. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du denn? Ich sichere mir jetzt mal wieder einen Platz auf der Couch. Ja, mach das doch mal. Ja. Do it. Couch dich doch mal hin. Scheiße, Entschuldigung. Müssen wir gucken, dass wir langsam. Also, es kann durchaus sein, dass wir hier und da ein bisschen Schwund haben, ob Ede zurückkommt oder nicht. Ja, ob Ede zurückkommt, wissen wir. Nein, Ede kommt nochmal zurück. Naja, er meinte, ich gehe auf die Toilette, bei mir zu Hause. Also weiß wenn man er jetzt sich einfach nicht. So davon verdrückt, wie eine gewisse, da gibt es so einen volksmündischen Ausspruch dafür, dann fände ich das sehr schwach. Wie ein Drückeberger. Ja, wie ein Drückeberger. Ja, ja. Hast du denn nochmal einen Zwischenstand für uns? Oder es wurden seit dem letzten nicht so viele Preise vergeben? Ne? Also wir haben ja halt wirklich einmal komplett alle Mann daneben gelegen. Ich kann jetzt nochmal einen Zwischenstand vorlesen, ja. Anna hat 7, Andi hat 9, Gregor hat auch 7, Dennis hat 6. Dennis hat uns übrigens verlassen. Mhm. Der ist nach Hause, der war heute der im Musical. Kriege ich seine Punkte. Ja. Die werden gerecht aufgeteilt. Steven hat 2. Alter, wie ist denn das passiert? Ralf hat 7 und ich habe 10. Du hast 10? Ich hab 10, ja. 7? Wir sind, nein, wir sind S-Club 7. Ich mache auch die Liste, also. Don't stop, never give up. Aber ich muss aufhören, mit dem Stift zu knipsen, das tut mir echt leid, ich will das nicht machen. Give it all back to you. Kannst du noch alles raushauen? Ich bin noch auf New York-Zeit, also mir ist das scheißegal. Stimmt, ja. War Kroh auch hier? Wegen der Maske? Nee. Ja, doch, sein Bruder war hier. Bitte. Eine Geschichte mit Daniel. Ja. Wieso? Sprich, ich bohr nicht noch irgendwie in der Wunde rum. Nee, die haben mich verarscht. Die haben gesagt, wir hätten ein Interview mit Crow, die haben mich hingeschickt. Dann kam ein Typ rein mit der Maske auf und ich habe halt, nachdem es schon mehrere, sag ich mal, Anekdoten mit dem, mit den beiden Bodyguards, den angeblichen, gab, wo ich schon gedacht habe, Alter, das wirkt alles schon echt sehr, sehr merkwürdig und habe auch schon in den Raum rein spekuliert, okay, es könnte auch ein Prank sein von irgendjemand aus unserer Redaktion oder von sonst irgendjemand. Muss ich am Ende feststellen, dass sich unter der Maske dann doch unser Arbeitskollege Chris befand. Ach, deswegen haben mich alle vor dem möglichen Interview mit Baron Cohen gewarnt. Ja, aber der bringt ja jetzt einen Film raus, ne? Don't be ja. Dass Gunnar sich da was ausgedacht hat. Ja, genau. Aber das war dann so mit Marketingagenturen, dann kamen englische E-Mails an und also das war dann. Du, ja, also der Aufwand, den die bei mir betrieben haben, der war auch perfide. Also ich wobei ich glaube, du musst nur wirklich darauf achten, dass diese Sachen nicht im East Hotel sind, weil das kriegen wir ja im besten Fall dann über Connections, dass wir da in die Suite rein dürfen. Ja, also ich werde auch beim nächsten Mal East Hotel mit irgendeinem Junket, werde ich auf jeden Fall sagen, ich nicht. Da müsst schon wirklich, aber wohl, die haben mich schon mit George Clooney versucht zu verarschen, das habe ich, ja. Inwiefern? Naja, sie haben halt irgendwie geschickt, eine Interviewanfrage geschickt von irgendeiner Agentur und haben halt aber einfach irgendeine wahllose Agentur genommen. Und das war halt leider zu auffallend. Reese without a spoon. Ja. Die gibt's doch. Ja, ne, die macht gar nicht mehr so viel. Eigentlich gar nichts. Ja, was ist denn da links passiert? Oh, Ede. Naja, hier ist die Gefahr groß, dass du einpennst. Fühlt sich doch auch nicht geil, wenn du nominiert warst und du bist jetzt auf der Bühne, ne? Hast nicht gewonnen. Ich glaube, es ist kein geiles Gefühl. Ja. Naja, aber gehst du wirklich davon aus, dass du gewinnst? Ja, du hoffst natürlich immer. Ist das jetzt schon eine Kategorie? Oder ist das ist nur ein Trailer für Bester Film. Es wird mal wieder Zeit für einen der großen Preise. Mal ein Acting Award oder so. Ja, Supporting Role könnte doch jetzt kommen, oder? Ja, die brauchen jetzt mal wieder so einen Upper, ne? Leo. Nee, die müssen jetzt auch noch die Todesliste irgendwie vorlesen oder zeigen. Leider. Einen Oscar bekommen als Leopatra. Spielberg. Auch ein geiler Typ. Gregor, ey, das ist nicht mehr feierlich. Ich erkenne sie mit der Brille überhaupt nicht. Lass sie so anders aussehen. The Boston priest abused 80 kids. Das war so gruselig, dass der Song eingespielt wurde, dann ist dieser Kinderchor. And that's the kind of thing your team would do. Twilight, we're going into the system.
Irgendein Journalist hat geschrieben, eine der spannendsten Szenen ist ja auch, wie er versucht, die Akten zu kopieren. Ja, ne? Genau. Und wenn du das im Drehbuch schreibst, er versucht, die Akten zu kopieren, denkst du doch so, ja, da willst du mit. Das ist super. Und das soll spannend sein? Ja. Der sieht echt aus wie Stephen King ein bisschen. Hä? Was war das? So I went far away from Hollywood. I went as far away from Hollywood as I could. I went to my favorite movie theater in Compton. Let's take a look. Diddle-it. In your own words, what is the Oscar controversy about? Well, I guess it's about giving blacks a chance to win. Were you upset when you heard there were no black nominees this year? I wasn't surprised, but yeah, I mean, it kind of bothered me a little bit. It was terrible. I mean, like, real bad, like, smack a white man bad? Almost. You still go to jail in L.A. for smacking a white man. Sorry. Oh, yeah, that was a plan. You get 3 years for a hard look. Did you think about rioting and looting? No, we did that already, and I didn't get nothing the first time. I was too little. Ey, aber da siehst du sie doch, die Amis, wie geil die antworten, ne? So, did you see any of the Oscar-nominated movies? You see Spotlight? No. What the hell is that? No, I didn't see a movie. Spotlight? Nope. No. Do you feel... Tyler Perry spotlighted that this. Trumbo should have been a bigger hit? What? No, I didn't see Brooklyn. Did you see The Big Short? I did not. How about The Bridge of Spies? Where are you getting me some movies? You making up stuff, you messing with me, right? No, these are real movies. No, it's not. I watch movies. I come to movies all the time. These are real movies. Steven, hast du eigentlich mittlerweile dein Wasser? Did you see Bridge of Spies? No. Oh, scheiße, hab ich vergessen. No, I did not. I've never heard of that movie. Tom Hanks. Tom Hanks. I've heard of him. And Steven Spielberg. I've heard of him. Did you see Straight Outta Compton? Straight Outta Compton, I did see that. I loved it. Of course. Oh, yeah. Yes, I did. Oh, hell yeah. What's your favorite movie of all time? Superfly. So. What's your favorite white movie? Oh, man. Philadelphia. Schöne ist, ich bin jetzt in der Küche und kann ablästern und die anderen würden es nicht hören. Ich suche jetzt einfach mal das Wasser für Steven. Aber hier gibt es kein Wasser mehr. Also rede ich einfach nur zu euch und die anderen kriegen es nicht mit. La la la. It should be Asian, Hispanic. There's so much talent out there of all races. I feel like most of y'all are kind of old, so you're not really hip to what, you know, the younger people like. I'd like to thank the Academy for nominating yet another white person this year. I would complain, but it was me, so maybe I'll complain next year. Give me a black actress more award, because they deserve it and they work hard for it just like anybody else. Wie er kommt. Sieht die überhaupt was? Ja. Ja, schon. Ja, auch komischer Einspieler, oder? Ja, jetzt gehen sie auf 100%. Das wird sich jetzt alles darum drehen. Ja, okay, was haben wir gesagt? Jetzt kommt Stallone. Jetzt kommt Stallonis große Stunde. Können wir dir was Alternatives anbieten? Ich hätte nur Leitungswasser. Ist das auch okay? Was habe ich getippt? Was habe ich getippt? Habe ich Stallone getippt? Du hast Stallone getippt, ja. Nee, jetzt musst du bleiben. Jetzt ganz wichtig. Ich weiß doch eh, wer gewinnt. Nein, jetzt gewinnt Mark. Aber wie die redet, ne? Warum ist denn Kate Winslet noch mal da? In solchen Situationen wünscht man sich Desiree mit in die Küche. Also, ja, okay, das eine gute Idee. War aber nicht so gemeint, sondern einfach nur zum Unterhalten.
Die redet so, als wenn die irgendwo hängen geblieben ist. Ja, sehr. In den 70ern? Nee, als wenn die ganze Zeit versucht, irgendwo wegzukommen, die ist mit so einem Gummiband, wird die festgehalten. Das ist so keine Dynamik. Die fühlt sich so wie wir jetzt. Bei der, also wie in ihrem Kopf ist es schon halb fünf. Wie bei Keanu Reeves quasi. Das ist auch ja. Ey, der war so gut, ey, der war so gut. Wie Wolf gesagt hat, der ist halt hinter der Figur verschwunden. Das war halt geil. Ja, der wird halt zu der Figur. Das ist ja, halt gut. Mal wieder hin und lächeln nett. Ne? This is what I'm gonna do. I am gonna get a bank to make me one. I'm Batman. Der hat auch nie einen Ausfall. Ja, Hardy war auch super. Ey, Hardy war auch super, ey. Wie man in so einem Film Leo auch noch ein bisschen die Show stehlen kann. Ja. Ich habe ihn aber trotzdem nicht verstanden. Ja, aber ich finde, ich habe es ein bisschen über. So ich hab diese Rolle, die Hardy immer spielt, diese super harten, taffen, nuschelnden Rollen, ein bisschen drüber, finde ich. Also ein bisschen zu viel. Er hat auch einen sehr eloquenten, durchgeknallten Homosexuellen gespielt. Das stimmt. In Mad Max? Auch geil gespielt. So, aber er war super, ey. Er war super. Aber das ist auch die einzige... Ah, die Glotze geht jetzt aus. Nein! Schnell, Eddie! Schnell! Aber das war auch so die einzige Szene... Nein, aber ich finde, das ist nicht die beste Szene von ihm, weil er spielt sonst, wie gesagt... Eher zurückhalten. Zurückhalten, das war super. Das ist die einzige so wirklich... Wo er mal ausbricht. Ja. Auch geil. Auch geil, er war ich so meine, cool. Das ist eigentlich ist das die Kategorie mit den stärksten Leuten. Ja, fast, ja. Stimmt. Er hat den Film auch fast an sich gerissen, in jeder Szene, wo er war. Ey. Ja, aber jetzt, ja, kommt, super, aber jetzt kommt der große Jubel. Oh Mann, das ist aber so vorhersehbar. Oh, zurückhalten? Sylvester Stallone findest du vorhersehbar? Ist doch mega die Überraschung, wäre das doch, wenn er gewinnt. Ja, aber genau deswegen ist es so vorhersehbar, finde ich. Fahren wir ab. Das ist nicht, das ist, der Drops ist nicht gelutscht. Aber wer könnte es sonst werden, ey? Ich sag Ruffalo. Ja, wenn nicht er, dann Mark Ruffalo. Ja, stimmt. Spotlight muss auch noch. Ja. Eben. Aus Stallone. Obwohl. Also Spotlight nicht Drehbuch bekommen, ja. Also ich würde es Ruffalo gönnen. So. Oh, ich bin aufgeregt. Oops, sorry. Oscar goes to. Mark Rylance. Oh! Was? What? Fantastisch. Und Ruffalo hat schon gedacht, er hat es. Was hab ich gesagt? Ja, das ist ein totaler Upset. Das ist so ein Upset. Das ist schon mal... Das hätte ich nicht gedacht. Krass. Ich meine, er hat es verdient, aber krass. Aber so habt ihr die Reaktion gesehen, als sie gesagt hat, Mark? Ja. Und Ruffalo schon so, Rylance. Mark Tja, den hat keiner von uns getippt, ey. Irgendwo ist die letzte Zahlung bei Spielberg eingegangen. Aber da trifft es eh keinen Falschen in der Kategorie. Nee, in der Kategorie trifft es keinen Falschen. Aber das ist, ich finde, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Alicia Vikander und jetzt er. Und beide haben es verdient, ne? Aber da siehst du mal, dass die Academy, finde ich, total anders tickt. Ey, ist das hier Kate Capshaw neben Dings da? Ja, logisch. Ja, Alter, klar. Komplett aus, Alter. So, der war komplett aus. Ja. So. Ist zu betoniert seit ein paar Jahren. Echt schlimm, ne? Und er spielt gar nicht so oft irgendwie im Film mit, ne? Der ist eigentlich Theaterschauspieler. Krass, ey, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so. Also Ruffalo wäre meine zweite Wahl gewesen, Hardy wäre auf jeden Fall und Bale wäre dann so danach gekommen, aber er... Also Mark Rylance ist ein Upset. Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht Ruffalo und dann in der Reihenfolge, ich hätte Rylance als Letzten gesetzt. Boah. Wahnsinn, ey. Das bedeutet also ausnahmsweise, die ganzen Wähler haben tatsächlich die Filme mal angeguckt. Wahnsinn. Und nicht nur ihr Häkchen gemacht. Ja, oder es war so... Disco-Mucke.
Lasst uns Spielberg auch nochmal ein. Ja, aber, ja, aber, nee, aber wir können die Diskussion von vorhin nochmal zu dem Thema. Rylance ist ein Actors Actor. Mhm. Ne? Ja. Also Theaterschauspieler. Der Großteil der Academy sind Schauspieler und der zelebriert halt das, was deren Kunst ist. Ne? Also ein Ruffalo ist ja auch eher so ein, sag ich mal, einer, den die gut finden, aber der macht jetzt Blockbuster. Hardy ist, glaube ich, jemand, der kommt so, den finden die gar nicht gut, so ein Arbeitertyp. Wen haben wir noch gehabt? Stallone, ne? Da sagen die ja, okay, der ist so lang, aber der kann eigentlich nicht schauspielern. Ich glaube, ne, da haben die Grundarroganz. Und dann Bale hat schon, ist ja schon, sag ich mal, ausgezeichnet worden, deswegen sagen die der nicht. Und ich glaube, dass die bei Rylance gesagt haben, der repräsentiert unsere Berufssparte perfekt. Ist es denn eigentlich so, oder ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es da richtig Besprechungen? Also sprechen die, oder ist es offiziell anonym? Also die machen... Also ich glaube, die sprechen sich schon. Also ich will aber es gibt, da keinen, großen, es gibt aber da keinen großen Tisch, wo alle sagen, was sagt wer, okay. Also wir haben jetzt noch, wir haben noch 10 Kategorien offen. So oh, oh Gott, wie spät ist es? Es ist auch schon 5:30. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Du führst immer noch, ne? Ja, es hat sich ja nichts geändert. Keiner von uns hat Mark Rylance auf der Uhr gehabt. Ja, ich kann direkt meinen Sohn in die Kita bringen. Ja, so sieht es bei mir auch aus fast. Puh. 11 Uhr habe ich in 2 Stunden. Wir machen einfach in der Konstellation mit dem ganzen Klimbim hier, machen wir einfach Moin Moin. Bleiben einfach hier sitzen, alle Mann. Heben wir es denn dran? Machen wir. Wer ist denn eigentlich eingezogen? Wir sind übrigens nicht in der Pause, ja? Nee. Auch wenn wir alle jetzt hier auf die Handys. Wir gucken alle schon wieder auf die Handys. Ey. Wer ist denn eingetragen für Moin Moin? Wie viele Leute sind denn noch im Chat? Timo, nee, Crew. Das würde mich jetzt mal interessieren. Eben waren es irgendwie 13,5. Eieiei, Leute. 13.000 sind im Chat. Geil, ey. 13.000 sind im Chat. Und 13.000, ey. Du darfst ja nicht vergessen, die ersten Vorlesungen starten um 6:30. Dann stehen die halt mal eine Stunde früher auf. 13.000? Schralle, jetzt verscherzt doch nicht mit den Leuten. Wir haben doch nein, ich finde das ja toll. Aber guck mal, ein paar konkrete Fragen. Ja, genau, komm. Ede, Ralle, seid ihr heute bei Champions League, Bundesliga? Sind wir? Also ich, also du auch, oder? Ja. Wir machen Eintracht auch nur ganz kurz. Ich glaube, ich soll heute bei Wir müssen reden sein. Aber bis dahin hast du schon wieder ausgeschlafen, oder? Hast du HSV gesehen gegen Ingolstadt? Bis jetzt nur Dings, aber ich werde es mir nochmal in groben Zügen angucken. Das war auch ein richtig schönes Spiel. Das war auch ein Grützenkick, ey. Mann, oh Mann. Ja, ich freue mich auch schon auf Nils. Ich freue mich wirklich. Wahrscheinlich fängt er wieder so an wie letzte Woche. Ja, jetzt habe ich gesehen. Ja. Wieso? Und wenn er wieder so anfängt, dann war das letzte Woche nur wahr machen. Dann wollte doch nicht das Frankfurt-Spiel schönreden, oder? Nee, es ging um was anderes. Ich bin echt mal gespannt, was in den großen Kategorien Dispo passiert. Dispo für Montag. Was in den großen Kategorien? Nee, ich glaube, es geht weiter. Hier, eine Anspielung. Jetzt bekommt Angie Marikanso. I know you're hungry, so we all wish I got a cookie right now, right? Now you know our next presenter from his show, Horst and Pete. Moin Moin, Moderator steht nicht drin in der Dispo. Aufwachen, Eddie. Wo ist die K-Com? Es tut mir leid, ich komme gerade vom. Warum kommt da jetzt Pink Panthers Song? Also, es ist sehr merkwürdig, ja. Seltsam. Which is my favorite award. This is easily my favorite subject. It really is, because this is the one Academy Award that has an opportunity to change a life. Er war so gut in American Hustle. I mean, I'm happy for all of you, but you came here winners and you're Hustle nicht gesehen, ne? It's not going to make that big a difference. The rest of the Oscars are going to mansions and the homes of people with good unions and who will always work. These people, this is documentary short film. You cannot. It's not even a documentary feature. You know, Al Gore got one of those and Michael Moore got. This is no, you cannot make a dime on this. These people will never be rich as long as they live. So this Oscar means so much.
something because all they do is tell stories that are important. Now you all do, but you also get rich. But these people, all they got is this Oscar is going Mann, home and Jennifer Garner gut aus heute Abend. Jemand muss mal eine Strichliste machen, welche all du angegeilt hast heute Nacht. This Oscar is going to be the nicest thing they ever own in their life. It's going to give them anxiety to keep it in their crappy apartment. Documentary Short, ne? Here are the nominees for Best Documentary Short Subject. Ja, Leute, sie richtig schon getisst. Da habt ihr alle auf die Nummer sicher getippt, ne? Die Shoah. Die Shoah? Ich nicht. Den hab ich genommen. Was hab ich denn genommen? Den hab ich da auch genommen. Du hast Last Day of Freedom genommen. Den hab ich genommen. Aber weil du die Filme kanntest oder zumindest nee, weil das sich dich gut informiert hast vorher oder auch nur nach dem Namen? Nach dem Namen. So, Shoah, Shoah. Da musst du nicht, dass das animiert ist. Oh, du Alter, Daniel, du Sau. Ich finde es ganz geil, bei den Oscars 80 Millionen schauten zu und du trollst halt komplett. Großartig. Ja. Oh Mann, ey, damit hast du 12 Punkte schon. Ne? Nee, 11. Ja, wenn man sich wirklich aussuchen könnte, was unten da entlang läuft, muss ja nicht unbedingt dann die Namen sein, sondern... This is what happens when determined women get together. From Saba, the woman in my film, who remarkably survived an honor killing and shared her story, to Sheila Nevins and Lisa Brown from Lisa Heller from HBO, to Tina Brown, who supported me from day one, to the men who champion women, like Jeff Parks in my film, who's edited the film, to Asif Faruqi. Das passt halt irgendwie gerade zum Zeitgeist. Ja. Aber wusstest du, dass es darum geht? Nö. Das, ich hab's einfach nur geahnt. Du hast gedacht, ich mag Mädchen, ich mag Flüsse. Also. Ne, aber der kommt, ey. Die darf aber lang reden. Documentaries sind short, hat sie umso mehr Zeit. Ey, der Walkürenritt, das ist doch einfach echt... Das ist doch Getrolle. Also das ist Getrolle. Naja, das der Walkürenritt der Wrap It Up Song ist. Dev Patel. Kenny G? Dev Patel. Achso, against All Odds mit Saxophon? Was ist los? Stories of real life and real lives are where all documentaries start. When these true stories are turned into great films... Dev Patel, der selbst sagt, hast du sie am Rücken erkannt? Nee, das war Dennis, ne? Ich weiß nicht, ne? Dennis meinte vorhin auf dem roten Carpet, die erkenne ich am Rücken und an den Ohren. Nee, der Bösewicht war ja. Interessant. Nee, worauf man achtet. Oh, da ist Amy nominiert, ne? Ach, nee, die Amy? Ja, Amy wird's. Oh, das ist so ein trauriger Film. Matthew Heinlein und Tom Yellen. Ah, warum ist der scheiße? Ja, schade, ey. Ich hätte den gerne noch gesehen. Oder ich will mir den auch. Also mit Kate Winslet und Stallone haben jetzt schon zwei, von denen man es gedacht hätte, nicht gekriegt. Ja. Ne? Nicht, dass am Ende der Andi nicht also das Banner runterlassen vor, darf. Stell dir mal vor, Leo gewinnt nicht. Ich glaub, aber das wäre sehr unterhaltsam. Ich glaube, jetzt gerade, nach dem, auch was du gesagt hast, bei der Auswahl, Leo gewinnt nicht. Nein, jetzt haben sie aber so ausgetobt mit denen hier. Na, jetzt muss ja, was. Den auch. Ersten Oscar, den Leo in irgendeiner Form kriegen wird, ist nämlich die Verfilmung seines Lebens. Genau, und der mit Darsteller, ihm in der Hauptrolle. Und der Darsteller kriegt die dann. Leo DiCaprio als Leo DiCaprio. Story of my life. So. And the Oscar goes to... Amy. Amy. Ja! Es tut so gut. Halleluja, ey. Ne? Ist ja gerade ein Ederchen geplatzt, ne? Ja, irgendwo hält Pete Doherty die Hand auf für Tantiem oder so, ne? Sind wir jetzt, haben wir jetzt einstanden? Nee, ne? Nee. Aber Amy, ich meine nichts gegen Amy, ist echt eine tolle Doku, so, ne? Aber ich meine, Cartel Land, Look of Silence, Winter on Fire. Ich habe Cartel Land gar nicht gesehen.
du gerade gesagt. Nein, aber jetzt lass mich doch einfach auch mal ausreden. Aber ich will dich doch auch nicht ausreden lassen. Whip Headphone Users. Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Das sind ein bisschen größere Themen. Klar, logisch. Eigentlich eher die Oscar-Themen. Aber die Jungs haben doch auch Senna gemacht, oder? Ja. Und die machen jetzt, natürlich die Oasis-Dokumentation, liebe Freunde. Die Gallaghers. Das sind Gallagher 88. Oder? Aber ich die so spontan frage, Noel oder Liam? Oder Liam. Hm. Aber eher kreativ oder menschlich? Nein, kreativ natürlich Noel, aber Noel ist halt ein Arschloch. Sehr unterhaltsames Arschloch. Liam ist halt ein Proll. Wer hat kleiner, gesagt, dummer Junge so und das ist irgendwie sympathischer. Wer hat gesagt, habt ihr Schuhe? Habt ihr überhaupt Schuhe in diesem Land oder wer hat es gesagt? Das hat wahrscheinlich Liam gesagt. Ich habe mich in Liam verliebt, als er bei der ersten MTV Awards Verleihung runtergegangen ist und erstmal Mick Jagger auf den Kopf gearscht hat im Vorbeigehen. Daniel, gib mir mal bitte Klopapier. Das klingt aber so typisch. Beiling, was? Alle so auf einmal? Oh. Ich dachte, das ist diese Frau da, ja, die immer. Die Nackte. Ja. Die Benzinnackte. Tequila? Diese Musik ist eine Vollkatastrophe. Also, wenn die so ein Tribute an irgendwelche Filmsongs waren, dann wunderbar, aber dann nicht so eine Scheiße. So willenlos. Nee, und dann auch noch immer falsch thematisch, ne? Ja, deswegen. Also La Bamba, wenn er so einen Racial Joke macht, spielt sie La Bamba. Ja. Ja, wenn schon, denn schon, ne? La Bamba. Apropos La Bamba, ich muss mal eine rauchen. La Bamba. Oh Mann, ey. Wie viele Kategorien haben wir noch? Jetzt haben wir noch 7, glaube ich. Ja. Und wir müssen noch 3 Songs hören. Oh, ja, stimmt. Oh, nein. Ey, das kann doch gar nicht sein, ey. Welche Songs sind es denn noch, die wir hören müssen? Ey, ich weiß gar nicht, was haben wir denn weggeschaltet? Wir haben Weekend gehört, wir haben Earn It gehört. Wir haben von 5 und 2 gehört. Ja, aber ich glaube, Simple Song oder sowas, das machen die doch nicht, oder? Klar. Manta Ray. Auf Manta Ray bin ich ja echt gespannt. Was ist denn Racing Extinction für ein Film? Fahren ja einen Manta. Kennst du den nicht? Racing und den dreimal nee. Das ist der dritte Teil. Von? Ist es nicht der? Von Racing Extinction. Von Manta, der ja, aber jetzt mal ehrlich, kennst du den? Du weißt ja, nach Müde kommt ich auch nicht. Ja, ja. Das ist cool. Also wirklich, ich kenn gar nichts. Cool. Ja. Okay, also wenn Leo nicht gewinnt, wer könnte den gewinnen? Steve Jobs. Fassbinder? Oder halt nochmal Eddie Redmayne. Ashton Kutcher. Eddie also Redmayne. Jetzt mal ganz im Ernst, ich bin mir mittlerweile Redmayne, wirklich nicht mehr sicher. Nein, ich glaube wirklich, das ist so eine Trotzreaktion auf letztes Jahr. Als überleg doch mal, nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Bei beiden Entscheidungen, Alicia Vikander, haben wir alle gesagt, hat sie absolut verdient. Ja. Ne? Eben gerade haben wir auch gesagt, absolut verdient. Und wenn du dir jetzt mal Best Actor anguckst, Leo, sagen wir alle, ist er gut, aber er ist nicht der Beste. Fassbender ist sehr gut. Ja. Ne? Der kann ihn im Schneid abkaufen. Und Eddie Redmayne auch. Und Eddie Redmayne auch. Redmayne, ja, auf jeden Fall. Und dann trollen sie alle und machen Matt Damon. Ich glaube, dann wird der Saal stimmt abgefackelt. Der ist ja auch. Und wer ist der Letzte? Nein, ich glaube, die beiden Supporting-Role-Bereiche, die wurden jetzt quasi entgegen aller Prognosen und was weiß ich vergeben. Weil letztes Jahr war es ja so sicher, dass Jared Leto gewinnt und ich glaube, die Dame war auch komplett sicher. Also da gab es ja keine großartigen anderen Favoriten. Also ich bin momentan ehrlich gesagt nicht mehr überzeugt davon. Du, es wäre schön. Schuf du die Letzte. Es wäre schön. Und Actress in the Leading Role? Haben wir alle gesagt? Brie Larson. Brie Larson. Ja. Ich glaube, Lee Brass. Also da glaube ich, gibt es wirklich auch kein Wenn und Aber, ganz ehrlich. Die jetzt, jetzt ist schon spät. Es ist spät. So gut gemacht einfach. Am Ende wird Jennifer Lawrence. Ey, dann gehe ich. Dann, ohne Scheiß, dann gehe ich hier raus.
Miss Jennifer und was Lawrence ist dann passiert? Wird, dann gehe ich raus. Das ist ja völlig scheißegal, weil sie gewonnen hat. Ja, natürlich ist ihr das egal, aber... Aber dann gehe ich auch. Dann gehe ich ohne aber Scheiß, auch. Dann... Ich hoffe, nee, sie gewinnt, damit ich schnell gehen kann. Also, ich bin müde. Im Falle des Falles, dass Jennifer Lawrence gewinnen sollte für den Oscar, also für die beste weibliche Hauptrolle, ist vorbei. Ja, dann ist hier nichts mehr dann los. Dann sind wir alle weg. Ja. Ich bleib hier. Ja, Gregor, schmeißt dann, du machst dann auch Moin Moin. Aber ja, bist ja du jetzt eigentlich durch den Jetlag mittlerweile voll drin? Es geht, also ich bin dann immer für so dich gegen... Für dich ist ja jetzt 10 Uhr abends. Ja, ich bin zwar immer um 4 Uhr morgens US-Zeit aufgewacht, aber ich habe vorhin noch 2 Stunden gepennt. Okay. Deshalb ich bin auch ich jetzt noch... Oh. Ich wohne auch noch. Chef. Einigermaßen drauf. Alter. Wer nimmt denn $65,000 insgesamt? So viel Cash schleppen die da alle. Vor allem, die gehen in die Oscar-Verleihung rein. Die erwarten ja nicht, dass sie in der Pause kurz Zigaretten kaufen gehen. Die sind da mit Bargeld drin. Die haben da Schmuck auch mit reingetan, oder? Ja, wahrscheinlich. Hier, Kreditkarte, zieh mal durch. Zusammengerechnet, ja. Whoopi. What's love got to do with it? Jetzt hätten sie mal Jumping Jack Flash spielen können. Ich war Freitagmorgen bei, What's Love Got to Do with it, bei The View, wo sie moderiert. Aber leider war sie schon in L.A. Unsere Community, ey. Hier, Steven. Nee, das war mein Glas. Schickst du mir denn das mal? Worum geht's jetzt? Ich fand, es gibt keinen Spike Lee-Film, den ich richtig geil finde. Oh, richtig doch, oder? Hier, Ja, Norbit ist der einzige, ne? Nee, Welcome to the Jungle, nee, nicht... Do the right thing. Jungle Fever, yeah. Wild, ja, Jungle Fever. Welcher war denn das mit dem Aufstand? War das Jungle Fever? Wo ist... Jetzt müsste doch eigentlich dann so langsam dann die Montage der verstorbenen Schauspieler folgen. Ich brauche schon wieder Andi und nochmal das Klopapier. Hier, 25th Hour, den fand ich cool. Ja, voll. Fuck you, Bensonhurst. Dein Riesenegel. Du weißt ja, ich erinnere mich nicht mehr an Szenen. Wo vorm Spiegel steht und den Monolog hält? Alles weg. Ich weiß nur noch, dass er mir gefallen hat. Du wolltest auch nicht mehr schlafen, ne? I will always love you. Guck mal, sie ist schwarz. Will always love you. On behalf of the Academy, congratulations to all the nominees and Oscar winners. Your work is the reason this was an amazing year. Die Mutter von Oscar Isaac. Vor allen Dingen, zu was für einem Zeitpunkt jetzt auch die redet, ne? And with that opportunity,
comes responsibility. Our audiences are global and rich in diversity, and every facet of our industry should be as well. Everyone in the Hollywood community has a role to play in bringing about the vital changes the industry needs so that we can accurately reflect the world today. The Academy Board of Governors recently took concrete action and sent a message that inclusion only serves to make us all stronger. That the members of the Academy, du kannst auch jetzt mir deine Nummer hier geben. Dann kriegst du noch, dann kriegst du noch ein paar mehr SMS. Die redet ja immer noch. Die ist jetzt eine andere. Dr. Martin Luther King once so said, yeah, the ultimate measure of man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. I am confident that together we can shape a future of which all of us can be. Das können die doch nicht um 5 Uhr morgens bringen. Konkrete Aussage war aber jetzt auch nicht dabei, außer so ist es. Louis Gossett Jr. Ja. Aber ganz ehrlich, warum ist warte mal, die Musik, was ist jetzt los? Der hat doch echt seit 20 Jahren. Ja, Schiller der Adler 6. Der hat genau einen Film gemacht. Und ein Offizier und Gentleman. Ja, stimmt. Hast du gerade gelesen, ja. Aber seine schickste Kette angezogen worden. Ja. Aber der Prinzipal war auch schon geil. Oh, ja, mit stimmt. James Belushi. Ja. Super Film. Ja. Nie mehr! So war das damals in der Schule. Muss jemand aufräumen. Ja. Hat er scheiße mal abhängig ist. Müsste, ne? Oh nein, echt? Oh nein. Oh, ich dreh durch. Und Dave Grohl spielt Gitarre. Ist das der von Nirvana? Das ist der von Nirvana, ja. Ach, guck mal hier. Das ist wirklich der von Nirvana. Ja. Scheiße. Dein Gag ist daneben gegangen. Ja. Aber jetzt Foo Fighters, oder? Ja. Ja. Und ich dachte so, sagst du extra irgendwas. Das Erste, was mir eingefallen ist, Nirvana. Das ist ja wirklich von Nirvana. Scheiße. Ach, okay, das ist die Trauermord. Ja. Wird der David Bowie auch kommen? Ja, sicherlich. Mit Sicherheit. Oh, ja. Oh. Ja, Alan Rickman und sowas. Echt Wahnsinn, ne? Der wird bestimmt ganz am Schluss genannt. Stimmt. Ach, ist auch. Alter. Ein geiler Typ. Finde ich eigentlich krass, dass die das so nach einer gewissen Gewichtigkeit sortieren. Ja, kommt noch rein. Und zum ach, Robert Loggia. Stimmt, auch schon wieder vergessen, ey. Och, je. Stimmt auch. Auch schon wieder vergessen, ey. Krass. Der Dr. Zhivago. Oh, ach, Quatsch! Von Herbie, krass, ja, stimmt. Ja. Ah, doch nicht. Hans Gruber, benannt nach, wer weiß es? Niemand? Reanimator? Ja. War der Doktor da Hans Gruber? Oder was? Ja. Nee. Doch, Hans Gruber. Ganz am Anfang, der Typ, der in der Schweiz stirbt. Patina, ja. Kirk Corian, auch ein geiler Name. Das sagt mir auch was, ne? Dann wird Bowie der Letzte sein? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Bowie dabei ist. Naja, wegen langen Winterleine.
Wieso? Ja, weil er. Wie viele Filme hat er gemacht? Drei. Mhm. Ja, aber wenn er ein Casting-Editor Dings ist. Was Szene aus Zoolander aus gerade? Aus Zoolander, echt? Oh. Nee, also das verstehe ich nicht. Das blaue Hemd sogar. Ja, aus Prestige. Oh. Hab ich auch schon wieder vergessen. Haben die das schon mal so gemacht? Ich fand das jetzt eigentlich... Es gab ja, Live-Musik gab es schon ab und zu mal. Ja, also einer, der mit der Geige gespielt hat und so. Alter Vater, ey. So. Ey, es ist erst 5. Ja, jetzt weißt du mal, wie das für uns ist. Ne? Du, stehst da, du stehst da in Kalifornien. Wenn du schon wieder in der Umkleide im Luxushotel oder, so, oder in dem Trolley oder du weißt, wo ich jetzt stehe? In den letzten Jahren hinten auf dem Balkon in unserem Hotel und drehe die Highlight-Sendung. Ja, ist doch gut. In der Kälte. Ja, das ist auch geil. Ja, weißt du, was du gemacht hast? Mhm. Es sind nur noch 7 Kategorien. Ey, das kann nicht sein. Ja? Zähl nochmal, das kann nicht sein. All den besten ausländischen Film haben wir noch nicht. Die Musik haben wir noch nicht. Den Song haben wir noch nicht. Oh Gott, ich werde Wahnsinn. Shortfilm Live-Action haben wir noch nicht. Ja. Aber ganz im Ernst. Und wir haben noch nicht die Hauptrollen, den Regisseur und den besten Film. Mhm. So. Was sagt denn ProSieben, wie lange die Sendung überhaupt geht? ProSieben hat auch keinen Bock mehr. 6.19 Uhr hat EPG, also... Ja? 6.19 Uhr. 6.19 Uhr? Nein, das ist nur eine Stunde 20. Das wird EPG? Alter, das gibt's nicht. Ich rechne mir mit 2.27 Uhr, wenn dann. 6.14 Uhr, das ist nicht sowas, ja. Was willst du denn machen? Ich ja, mit allem, gehe, was ich machen muss. Muss er morgen machen. Vielleicht gewinnt Jennifer Lopez. Wann kommen denn die Kinder hier schon mal nominiert. Zur Schule, oder? Für Out of Sight. Wann fängt die Schule heutzutage an? Schon ein bisschen her. Als man noch dachte, dass sie... Ein bisschen her, ja. Siehst du? Hier, ne? In Hamburg. Mhm. Was denn? Wann fängt die Schule heutzutage an? Naja, 8. Immer noch? Was für eine Echt Viertel vor acht, aber. Bei mir war es auch Viertel vor acht. Wenn du mal früh antanzen musst, weil du so viel Scheiße gemacht hast. Frühstunde war. Ja, man muss ja auch die Hausaufgaben noch abschreiben, also. Ich kann auch einrechnen. Habt ihr, musst ihr zur Frühstunde vorher mal hin? Frühstunde? Viertel nach sieben? 10 nach 7, Viertel nach 7, das war einmal das Schlimmste. Schneeschippen. Hatten wir auch ein paar Mal. Warst du im Knast? Schneeschippen. Ja, logisch. In der Schule? Ja, Frühstunde. Hatte kein Haus? Was, kenne ich nicht. Frühstunde, wenn du Scheiße gebaut hast. Ja klar, musst du zu früh da sein. Laubhaken, Schneeschippen. Gab es einen Eintracht ins Klassenbuch? Ein Eintracht ins Klassenbuch. Ihr hattet einen eigenen Raucherhof? Eintracht Frankfurt ins Klassenbuch. Ein Eintracht Frankfurt. Der eine war nur für Oberstufe und da durfte halt auch geraucht werden. Wie lange bleibt Fee denn noch? Ja, hoffentlich noch diese Woche. Armin G. Ist ja englische Woche. Es sind noch 2 Spiele. Gegen wen spielt ihr jetzt noch? Ingolstadt und Berlin. Oder Hertha und Ingolstadt? Ja, erst Hertha und am nächsten Samstag. Und wenn da nichts bei rumkommt, ist er, hat sich das Thema hoffentlich erledigt. Aber wie seid ihr jetzt? 15. Ja. War unentschieden, ne? Ich bin ein Experte. Ja. Aber ey, können wir das Thema wechseln? Melde mich wieder, wenn Hans. Können wir das genau, da haben wir in 13 dann Stunden mich wieder. Aber können wir ausführlich drüber sprechen. Okay, aber trotzdem vom Abschiedsplatz weg, oder? Naja, 2 Punkte. Das ist es. Ist auch wurscht. Wir sind wie Bremen, die durchgehen. Ja, haben wir noch Fußball-Talk oder so? Nein. Aber jetzt mal so allgemein gesprochen, da steckt jetzt auch nicht so viel Pep in der Veranstaltung, oder? Nee, ist ein bisschen, ausgebreitet. Ja, ich finde das eine dachte Runde hier. Ich bin gern mit euch zusammen. Also, ja, an uns liegt es ja auch nicht. Also vielleicht sollten wir jetzt wirklich noch ein Selfie machen, bevor wir in alle Winde verstreut werden. Ja. Geht jetzt nicht, geht weiter. Zumindest diese ganze Tickerlein. Das hätten die vorhin mal einspielen können. Die Tickerleiste hat nicht viel gebracht. Wenn man sich alles sparen können. Digga. Alright. From Rune, please welcome Jacob Tremblay
And for Mr. Known Nation, my man, Abraham Adam. Ja, aber geil, dass er sagt, my man. My ne? man und dann. Genau. Nee, ich glaube, der meinte den schon, oder? Und das ist meine Frau, Rita. Was für ein Spockel, ey. Ich fand den Kleinen cool hier. Ich fand den. Ah, da, der. Wie soll der denn da reinsprechen? Ja, die Holzkiste. Aber jetzt kann Annemarie aber nicht mehr. Was? Oh, shit. See you in Madagascar. Näher ans Mike. Aber man hört ihn überhaupt nicht, der arme Junge. Ach, helft ihm doch mal. Dann. Und jetzt macht er viel zu laut für ihn. Jetzt rufen sie ihm zu. Du musst näher rangehen, was? Verunsichert mich nicht, der Arme. Ja. Ach, der Kleine, ey. Ich konnte ihn kaum gucken. Er hat mir so leid getan. Was haben wir denn da geraten, Daniel? Also die Mehrheit hat den Deutschen. Bitte? Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Jamie, Donahue. Ist auch mit Kindern. Benjamin Cleary and Serena Armitage. Alles wird gut. Stutterer. Oh, er hatte gerade gestottert beim Namen. Stutterer. Keiner von uns. Ich glaube, Wolf hat den genommen. Ja, echt? Ja, aber nur wegen des Titels. Ja, das heißt, Deutschland wieder ausgeflamed. Scheiße, Vater, wie geil, danke. Ich habe schon wieder vergessen, es tut mir so leid, Steve. Was macht man? Wir sind hier keine unfreundlichen Gastgeber. Wir haben nur eben zweimal nichts gefunden. In Glas gehen, bitte. Vielen Dank. Guck mal, der Kleine kriegt einen Haken. Der andere nicht? Sind das Zwillinge? Ja, Bartzwillinge. Alter, die sehen genau gleich aus. Ist das nicht Standard bei Hipstern? Ja, die haben Dokumentarfilme gemacht und eine Fairtrade-Schokoladefirma gegründet. So much. So much. Thank you so much. Ist immer scheiße, wenn du als Zweiter reden musst, ne? Ja. Vor allem, wenn der andere echt richtig viel abgelabert hat. I love you. I just called to eat scheiße. Das ist richtig scheiße, ne? Stevie Wonder. Ja, ich wollte gerade sagen, sind das Oscars Drinking Game. Take a shot every time Chris Rock makes the audience feel uncomfortable. Das kann gut sein. Mal im Ernst, denk mal drüber nach. Also, warte mal. Sophia Vergara. Und das sind immer die schönen Kleider an. Wie heißt denn das Ding? Modern Family. Genau. G.I. Joe. Bei G.I. Joe trägt sie die schönen Kleider, ja. Aber wenn das so ist, finde ich es noch beknackter. Ja, natürlich. Das ist mir gerade nur so aufgefallen. Ich habe mal nachgeguckt in meinem Kopf, was da... Ach ja, I Will Survive hatten wir auch. Whitney Houston war dabei. Whitney Houston. La Bamba, all dieses... La Bamba. La Bamba. La Bamba. Ja, aber dann ausländisch. La Bamba kommt bestimmt auch noch. Das wäre geil. Geiler Film. Ja. Mhm. Na, warum sind wir jetzt? Ach, vor Laszlo saß ich. Die Telefonnummer von Laszlo habe ich hier noch drin. Ruf mal an. Klingel mal an. Ja. Jetzt dann auf der Bühne steht, das wäre geil. Ich habe dich letztes Jahr auch am Teppich angerufen. Hast du mich? Mhm. Aber da habe ich mein Telefon nicht mit. Ja, weil du ein Profi bist. Aber der Daniel kennt sowas ja nicht. Nee, stimmt. Ich sitze hier auch nicht und tippe die ganze Zeit mein Handy. Warte mal. Son of Saul, Son of Saul. Siehst du? Alter Vater, das hab ich ja. Musst du deine SMS schicken. Hier, Laszlo. Ich schicke jetzt direkt eine E-Mail. Laszlo,
Gratulation, ich durfte deinen Golden Globe anfassen. Nee, durfte ich nicht. Ah, nee, durfte ich nehmen. Ja. Das ist kein Euphemismus. Und der hat, ey, der hat mit allen geredet, ne? Alle haben seinen Film gesehen. Hat er erzählt. Moment, mein Handy klingelt. Hey Steven, alle guten Dinge sind drei. Haben alle Sorgen? Nee. Gregor und Anne haben a war genommen. Tja. Ich dachte, Krieg, das reicht doch für ja, den Oscar. Ja, ohne Scheiß, hab ich auch gedacht. So, ja, komm. Der wird gerade so zugeschissen mit Drehbüchern, ne? Aus ja. Amerika. Aber war ja auch eine gute Idee von ihm mit dieser Ego-Perspektive oder Schulterperspektive, was er da gemacht hat. So, aber jetzt, Freunde, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt endlich noch der beste Filmsong. Oh nein. Die beste Musik. Alle live vorgesungen. Ey, sag mal, warum lassen die sich denn so Zeit mit dem besten Score? Hä? Müssen die Ennio Morricone noch einfliegen oder was? Jetzt kommt auch noch. Ja, aber das ist nicht ein Deutscher. Das ist nicht ein Deutscher, nicht ein Afroamerikaner. Ja, meinst schwarze Musiker John Williams? Ey, das war nur eine Theorie, Mann. Ja, aber trotzdem, es waren ja schon einige dabei. Was? Harrison Ford ist alt geworden. Da steht Louis Gossett Jr. sogar extra auf. Was ist los? Mit Joe Biden ist das. Ist es? Oh. Mr. Vizepräsident. Aber ich bin doch Republikaner. Warum stehen die jetzt alle für Joe Biden auf? Ich will gar nicht klatschen. Ist hier das letzte Mal, dass sie den sehen? Das stimmt. Jetzt sagt er World Trump. Ey, Kevin Spacey hat mehr für die amerikanische Politik getan als der Ernst. Du hast keine Ahnung, was er gemacht hat, oder? Joe Biden? Nichts. Und weißt du, was die anderen gemacht haben? Naja, wir halt alle Vizepräsidenten. Nichts. Drauf warten, dass der Präsident assassiniert wird. Sag mal, fällt mir ein, Daniel, es gibt eine Fortsetzung zu Olympus Has Fallen. Ja, London Has Fallen. London Has Fallen. Ich habe nur den Trailer gesehen und gedacht, okay. Und sie scheinen offenbar nicht aus dem ersten Film gelernt zu haben. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ist aber nicht Fuqua mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Ob es dafür auch noch einen Stiefzwilling gibt? Ja. Ist nicht die letzte Staffel von 24 auch die gleiche Geschichte gewesen? Nee, dieses Jahr gibt es keinen zweiten White House Down. Vielleicht gibt es irgendwie eine andere Stadt, die überfallen wird. Ja. Ja. Jamie Foxx im Buckingham Palace. Was ist? Oh nein, der Vizepräsident Alter, sagt Lady Gaga an. Ich würde sagen, es gibt uns die Gelegenheit. Lady Gaga ansagt. Ja. Also, das gibt, es ist jetzt ein Song, oder? A personal friend of Joe Biden. Ja. Wer, Lady Gaga? Ja. Ja, ich würde sagen, wollen wir eine Werbung machen jetzt hier mit wieder schon so ein Getreller da am Start? Oder will das jemand hören? Oh, aber ist Lady auch, Gaga, dass es mega hell hier ist? Ja, können wir das Licht ein bisschen dimmen? Fernsehstudios manchmal so an sich. Ja, lass doch einfach das Licht ausmachen, oder? Und im Dunkeln gucken? Ja. Müssen wir noch eine Werbung reinpacken, dann packen wir eine Werbung rein. Ja, komm, wir packen eine Werbung rein, oder? Ja. Wir sehen uns gleich.